Guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern Thailand. Heute ist der 6. Tag nach der zweiten Operation und naja, fast 14 Tage jetzt seit, oder 13 Tage, um genau zu sein, nach der ersten Operation. Heute wollte ich euch erzählen, wie geht's weiter hier? Ja, wie geht's weiter? Um das zu erwissen oder um was ich rede, das müssen wir echt mal sehen, was ich alles durchhabe und was ich mache und wie und was. Wie geht's weiter hier auf meinem Grundstück? Wie geht's weiter hier mit Thailand? Das sind also meine Ängste, die möchte ich euch mal erzählen. Und vielleicht weist ihr eine Resolution dazu, Änderung, was man machen könnte. Auf jeden Fall ist es nicht einfach, ich mache mir ziemlich Sorge. Ja. Nur der zweite Operation vor allen Dingen. Ne. Und davon will ich euch erzählen. Vielleicht wisst ihr, was man dagegen machen kann. Okay, geht's weiter gleich nach dem Intro. Ja, für die, die also noch nicht wissen, wie mein Grundstück ist, was ich hier alles so zu machen habe, möchte ich mal einen kleinen Rundgang machen hier. Das ist also hier der erste Teil hier, hier ist also mein Gartenteich und unser Grill. Ja, dann haben wir hier die zwei Bungalows, die wir an Abonnenten in YouTube und in Twitch vermieten. Ja, hier ist das Haus, wo meine Schwiegermutter wohnt und mein Schwager. Mein Schwager ist halt auch seit 2 Jahren nach einem Schlaganfall, kann er also weder sein linkes Bein benutzen, noch seinen linken Arm benutzen. Ist also da auch sehr geschädigt. War auch wieder so ein Handicap, das ich hatte. Da ja ich nicht dachte, dass ich einen Schwager habe, der mit unter 50 schon einen Schlaganfall bekommt. Er war mir eine große Hilfe, zumindest dann, wenn ich ihn brauchte und ihm das sagte, war er da und half mir. Ja, das ist halt auch seitdem alles flach gelandet. Naja, kurz vor meinem Krankenhausbesuch, vom ersten Krankenhausbesuch, der war ja geplant, ja, habe ich also hier die Bäume geschnitten mit einer Caravan zusammen, ja, wir machen alles immer im Team, meine Frau und ich, ja, meine Schwägerin macht dann den Grünschnitt auf unser zweites Grundstück, da haben wir schon alles geschnitten gehabt hier auf dieser Seite, ist halt immer am Ende der Regenzeit immer viel zu tun und das ist das halt, ne, was man macht, ne. Ja, und zuvor, also die Mauer, die ihr gerade gesehen habt, ja, die muss ich auch noch streichen. Ja, das hat auch immer mein Schwager gemacht. Der war mir eine große Hilfe, wie gesagt, immer dann, wenn ich ihn halt brauchte. Ja. Und das muss halt alles wieder gestrichen werden, um alles in Ordnung zu bleiben. Es ist auch hier in Thailand so, man muss also immer an der Sache dranbleiben, einfach um alles in Ordnung zu halten. Ne. Anders verfällt es, anders, ja, das Wetter und der Regen macht dann einen Schritt nach vorne, wenn man da nicht aufpasst und bleibt auch hinten dran. Ne. Nach der Regenzeit ist das halt immer so. Ne. Ihr seht es jetzt hier von dieser Seite, das ist also da draußen, das war das, wo wir nicht fertig bekommen haben. Da habe ich nämlich diese geplatzte Vene bekommen und das konnte man natürlich jetzt nicht weitermachen. Zeige ich euch aber gleich, da gehen wir gleich mal mit raus. Ja. Also erstmal dieser Teil des Grundstücks hier, insgesamt mit dem Außenbereich, den ich auch genauso in Ordnung halte wie mein Grundstück selbst, habe ich also hier 4.300 Quadratmeter. Eigentum sind das 3.600 Quadratmeter. Aber außen, der Außenbereich, der gehört nicht mir, der gehört zum Government, also im Government-Bereich. Aber den will ich ja auch in Ordnung halten. Das ist ja schließlich der Anfang meines Grundstücks oder wenn man zu mir reinkommt. Jetzt gehen wir mal hinten raus. Da hier hinten habe ich also unseren Kräutergarten. Ja, da habe ich aber weniger mit zu tun. Das macht also meine Frau und die Schwiegermama. Die macht den Kräutergarten. Aber auch hier, ihr seht den Bambus hier, da möchte ich eigentlich noch eine Hütte davon bauen. Eine habe ich schon gebaut. Und ja, das ist jetzt halt alles ein bisschen gestockt, ne? Durch das, wo ich diese Operation hatte. Und mich im Moment einfach die Füße stillhalten muss. Das ist halt, hier habe ich auch noch meinen Gartenteich. Ja, da ist auch pflegeleicht, da habe ich auch nicht so viel mit zu tun. Genau wie der andere Fischteich, wo ich die Kräuter drin habe. Nun gut, da muss alle 3 Monate mache ich den sauber. Habe ich also den Kräuterteich auch relativ pflegeleicht gemacht, ja. Allein schon deswegen, weil ich da genügend Filtermaterial drin habe und der Filter groß genug ist,
so dass da alle 3 Monate muss ich den sauber machen. Ist aber eine Schweinearbeit, weil das einige 100 Kilo Filtermaterial sind. Ja. Nun gut, da habe ich auch schon ein bisschen Angst, weil das muss ich auch immer rausheben und ist immer ziemlich schwer. Ne? Aber das ist halt so eine Aufgabe, wo ich halt bewältigen muss irgendwie. Ne? Hier sind also meine Hühner. Eine tolle Sache, gefällt mir sehr gut. Wir haben also jeden Tag zwischen 4 und 6 Eier. Hier ist Hühnerhaus dazu. Hier unten habe ich es verstärkt, halt, weil ich halt Hunde habe. Ich habe hier noch 5 Hunde, dass da nichts dran kommt. Ne? Aber auch die sind relativ pflegeleicht. Ne? Die werden gefüttert. Ich habe einen Futterautomat gemacht, einen Wasserautomat, dass da immer nachgefüllt werden muss. Also da ist eigentlich relativ pflegeleicht. Ne? Hier seht ihr, der Rasen hier, der muss auch dringend gemäht werden. Ich habe im Moment einfach ein bisschen Angst, ne? Was überhaupt was zu tun. Es fällt mir etwas schwer. Ne? Nun gut, ich werde jetzt am Sonntag habe ich den nächsten Termin mit dem Arzt. Da frage ich mal, was ich machen kann eben. Ja, da sind meine Hasen. Wir haben ja auch 10 Hasen. Ja, mein Fehler ist halt auch, das sind Dinge, die ich immer nur gemacht habe, ja, und da niemand dran gelassen habe. Ja, dass das halt, dass ich da immer gedacht habe, ja, das mache lieber ich, das mache lieber ich. Ne? Das ist halt der Fehler auch. Ne? Da habe ich auch noch Hasen. Hier weiter zur Poolküche und zum Pool. Ja. Pool, da muss jetzt auch dringend gestaubsaugt werden. Ja. Das ist halt jetzt auch nicht so schön. Hier nach der Ende der Regenzeit muss das halt alles mit Dampfstrahler gemacht werden. Ne. Ja, wie gesagt, das ist also unsere Poolküche hier, wo wir also auch sonntags unsere Kochstreams machen bei Twitch. Ja, das sind alles Dinge, die halt gemacht werden müssen. Ne. Bei so einem großen Grundstück. Jetzt gehe ich mal raus mit euch und zeige euch das, was quasi die letzte Arbeit war von außen. Ja, dass ihr mal seht, was da außen doch auch für eine Arbeit ist. Ich muss mal schauen, wie ich mein Grundstück gestalte, anders gestalte, dass es pflegeleichter einfach zu machen ist. Gehen wir raus. Schauen wir mal. Ja, seht ihr hier auch, die werden also normalerweise 2-mal im Jahr geschnitten. Die haben wir jetzt geschnitten. Ja. Und der Zaun muss wieder gestrichen werden. Das ist noch der alte Teil Zaun, den ich gemacht habe. Da hat jetzt seit insgesamt schon 7 Jahre länger gehalten, wie der, den die Thais gemacht haben, mit denselben Materialien. Die haben da halt zusammengenagelt und das gute Holz halt eben kaputt gemacht. Ne? Leider. Und dann habe ich halt hier diesen Teil gemacht, hier vom Zaun. Ne? Also das ist jetzt das. Jetzt muss als nächstes muss hier der Zaun wieder gestrichen werden und das Holz da oben wieder gestrichen werden. Das sind dann so Aufgaben, die habe ich jeden Tag, jedes Jahr. Ne? So, also so weit sind wir gekommen. Jetzt haben wir diesen Teil noch zu machen. Auch hier, wie gesagt, das sind halt auch 700 Quadratmeter. Die halte ich halt auch in Ordnung. Ne? Ich will halt das ja auch gepflegt haben. Ja? Das ist ja immer so, wie man so schön sagt, ne? die Zugang zum Haus. Ja, und so sieht das also vorher aus, ne? Wenn man was, bevor man was dran gearbeitet hat. Ne? Ziemlich dornig. Ja, diese Bougainville ist eine ziemlich dornige Pflanze, also es macht schon Arbeit, bis die geschnitten sind. Vorne den Teil haben wir auch schon fertig. Ja, jetzt habe ich euch mal hier den ganzen Weg entlang mitgenommen. Ja, da habe ich also auch hier jedes Jahr, 2-mal im Jahr mache ich das. Ja. Man kann auch sagen, so alle 2-3 Jahre streiche ich einmal drüber. Seht ihr, manchmal, da ist die Farbe jetzt noch ein bisschen besser. Oben hat es ein bisschen gelitten mehr drunter. Aber ich will sagen, hier ist auch was abgebrochen, das muss ich wieder machen. Man hat halt immer ständig, bei so einem Grundstück hat man halt ständig Arbeit. Ne? Und das sind so meine Ängste halt, Leute, die ich auch habe. Ich habe jetzt viel im Internet gelesen und auch ein Kollege, der also hier im ärztlichen Bereich halt tätig ist, hat mich angerufen, mit mir ein stündlanges Gespräch aus Deutschland geführt. Ja, und hat mich halt gewarnt, hat gesagt, Mensch, Karl, pass auf, das hat keinen Wert. Ist, was du da machst, du kannst du nicht jetzt halt weitermachen und schaffen und machen. Du musst jetzt ein bisschen aufpassen. Gerade jetzt der leichte Bruch und der Hodebruch war nicht das Schlimme. Ja? Aber halt jetzt, halt, dass eine Vene halt gerissen ist. Ja? Er sagt, das kann jederzeit wieder passieren. Kann ja schon sein, dass irgendwie bei der Operation eben die Vene perforiert worden sind und man hat da jetzt vielleicht nochmal Probleme damit. Das macht mir schon Angst. Ne? Sind so meine Gedanken halt. Was macht man jetzt? Wie geht's weiter? Ne? Kann jetzt sagen, ja, jetzt mache ich nichts mehr. Ne? Durch das, dass ich eben der einzigste Mann noch hier bin, ja, mein Schwager halt ausgefallen ist, bleibt noch die Oma mit 78, meine Schwägerin mit knapp 60, meine Frau mit 55.
So, jetzt denkt man sich natürlich, was macht man jetzt in der Zukunft? Ja, wie geht es weiter? Ja, kann ich so weitermachen wie bisher? Oder muss ich langsam machen? Ne? Jetzt habe ich natürlich einige sagen, ja Karl, du musst dir jemand holen oder helfen. Ja, das ist gar nicht so einfach, Leute. Hier bei uns in der Gegend, hier wir sind alles Obstbauern, ganz schwierig Leute zu bekommen. Ne? Ich zeige euch da, was mache ich im nächsten Video, zeige ich euch mein anderes Grundstück. Das hatte ich Gott sei Dank auch noch alles gemacht, bevor das eben das Ganze passiert ist. Weil ich ja dachte, sicher, mache ich das mal noch. Das sind aus 1600 Quadratmeter. Ja? Und muss halt auch hinten dran bleiben. Und naja, wie gesagt, da habe ich jemanden gesucht, der mir nur den Rasen schneidet, ja, mit meiner Motorsense, ja. Und gut, der war schon etwas höher und ich habe aber keine Zeit. Da habe ich gedacht, komm, suchst du jemanden, der das macht? Und da habe ich ringsherum gefragt, also für 1200 Baht war keiner bereit, das zu machen. 1200 Baht, das sind ja zumindest mal sind das 3 Tageslöhne, ja. So, da bin ich halt alleine hin und habe das mit meiner Frau zusammen an einem Tag gemacht, ja. Aber ich will damit nur sagen, es ist gar nicht so einfach hier bei uns in der Gegend. Im Isan sieht das wieder anders aus, aber hier in Schanderburg ganz schwierig Arbeiter zu bekommen, wenn man sich nicht irgendwelche Kambodschaner heimholen will. Ne? Das ist halt auch wieder schwierig, weil da heißt es wieder, man muss dann wieder für die Gerade stehen, man muss von der Grenze holen und. Also das ist nicht so einfach, bei einer Person rentiert sich das sowieso nicht. Ne? Ja, nun gut, was macht man weiter? Ne? Aber ich muss mir schon Gedanken machen, ne? Weil ich war ja nicht jünger, sondern älter. Und jetzt auch ohne diese Gefahr, die jetzt besteht halt nach dieser Operation und auch später hinaus mit dem Heben und so, ne, wäre es mir schon lieber, ich hätte jemanden. Ne? Aber gut, man muss es ja auch bezahlen können. Das ist ja das nächste Problem immer. Ne? Natürlich, ja, ist alles nicht so einfach. Ich dachte halt schon nicht, um ehrlich zu sein, ich dachte natürlich, ich habe auf meinen Schwager gezählt. Ja? Mein Schwager ist unter 50, da ist jetzt 49, der wird jetzt 50. Ja? Und ich dachte schon, ja gut, da kann man ja noch eine Zeit lang helfen, ja. Habe ich die Familie damit unterstützt und meinen Schwager auch. Nur letztendlich ist der Schwager aber jetzt zur Belastung für mich noch geworden. Das muss ich einfach so sagen. Ja? Das muss ich einfach so sagen, weil es halt so ist. Ne? Aber nun gut, es ist halt so. Jetzt muss ich mal schauen, wie es weitergeht. Ne? Ja, alles nicht so einfach. Ne? Mein Leben in Thailand ist schön, gefällt mir sehr gut. Ich bin also glücklich, jetzt seit schon fast, ja, im 9. Jahr jetzt fast schon hier. Ja? Und hat auch bis jetzt alles sehr gut funktioniert. Aber diese Operation hat mir jetzt doch diese 2 Operationen haben mir jetzt doch zu denken gegeben. Ja? Ist alles nicht so einfach. Ne? Es ist alles nicht so einfach, wie sich das manchmal anhört. Aber naja, meinem Gartenteich hier auch immer Banane. Hier habe ich ständig Banane. Hier habe ich also ständig Bananen, die wachsen hier besonders gut am Gartenteich. So hat hier ist also mein Gartenteich, mein Käufischteich. Ne? Naja, wir müssen eine Lösung finden. Ich hoffe, dass ich eine finde, die für mich passabel ist, die ich bezahlen kann natürlich auch. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja? Und die mich auch nicht so einschränkt. Aber ich weiß nicht, ob ich das so weitermachen kann, wie ich das so die ganze Zeit gemacht habe. Schauen wir mal, ne? Ob wir da vielleicht eine Lösung finden. Nun gut, das wollte ich euch eben mal sagen. Meine Ängste, meine Sorgen, die ich auch hier in Thailand habe. Ja? Das Thailand-Leben ist also nicht nur Sonnenschein. Man hat auch seine dunklen Tage, wo man also wirklich fragt, wie geht es weiter. Im Übrigen, der Sonnenschirm steht hier, habe ich nämlich, da haben wir gefilmt. Da haben wir gefilmt mit Twitch und da habe ich die Kamera drunter gemacht, weil es geregnet hat in der Regenzeit. Ne? Mich auch wegmachen, aber auch selbst beim Regenschirm jetzt habe ich Angst. Ne? Man soll ja nicht über 5 Kilo heben, erstmal über den Bauch. Ja? Nach der Operation sowieso nicht, nach 2 Wochen kann man steigern. Ich habe ja hauptsächlich Angst wegen diesen Venen, halt, wegen dieser Blutung, weil das hätte mich nächstes das Leben gekostet. Wenn ihr die anderen Videos ja kennt, wisst ihr das ja. Ja? Nun gut, das war es erstmal von mir. Waren meine Gedanken dazu. Ich wünsche euch einen tollen Tag noch. Ja? Und bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste nämlich. Ne? Okay, das war's hier vom Karl vom KK-Team hier aus Suwon Garden hier in Chandaburi. Ciao, ciao. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much Thai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.